Mahlzeit, ihr alten Haudegen, hier ist wieder Knochen. Heute fliege ich die FW190 F8 mit insgesamt 6 Rogen, je 2x 30mm, 20mm und 13mm. Also ziemlich große Kaliber eigentlich. Ich habe schon ein paar coole Runden gehabt, ich habe auch ein Replay gespeichert. Einfach weil das echt cool war, das war ein richtig cooles Replay. Bin aber 3 Modelle insgesamt geflogen. Dort. Ich habe noch, also im Setup habe ich noch 2 andere FW190er. Und ich habe noch eine ME410 drin. Alle so im Bereich 5-5-3. Und werde jetzt mal schauen, dass ich hier irgendwie okay, was hinkriege. Standardmäßig bleibe ich erstmal ein bisschen weiter hinten. Sollen sich erstmal ein bisschen aufteilen hier. Und außerdem will ich auch sehen, wo sich Cluster bilden, um da nicht reinzufliegen. Und das Spitfire, Boxy Boxy muss, hat sich ganz schön weit nach vorne gewagt. So, da sind 3, da brauche ich nicht hin. Sind hier Grave Robbers Cliff, Robbers Cliff, also Cliff der Grabräuber. Und jetzt mal schauen, was kann man denn halt, ich glaube, ich hatte eher linksseitig. Kommt noch ein Lancaster Bomber, die 17. Gucken wir kurz in die Stats hier. Also alles so mein bis 5-7. Okay, auch nicht schlecht. Ich habe schon ziemlich viele Punkte gesammelt, wie man gerade gesehen hat. Exakt 0, nada, niente. Ich habe ein bisschen Stoff hier. Die hat sich nämlich mehr von uns auf, deswegen ist das etwas sicherer. Anfänglich jedenfalls. So, kommen wir das Spitfire entgegen oder Lancaster? Ich weiß es nicht. Gut, die Spitfire hat, hat sich erledigt, die hat sich selbst erledigt sozusagen. Oben sind die ganzen anderen Bomber. Auf die Höhe komme ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber solange der Lancaster noch lebt, habe ich noch Chancen. Oh, hätte ich es nicht ausgesprochen, wenn man abergläubisch wäre, würde ich sagen. Oder würde man wohl sagen, ja, selbst verflucht. Wir haben noch einen BF-109 hier. Natürlich aufpassen, weil sie etwas wendiger ist als ich. Man sieht's, das war ein eigener Fehler gewesen hier. Ich habe zwar einen Treffer gemacht, aber es ist kein kritischer Treffer. Und das ist ein anderes Flugzeug. Ich komme nicht mehr hinterher. So komme ich nicht hinterher. Ist einfach abgestürzt. Wie doof ist der eigentlich? Aber es kann natürlich auch sein, dass sein Pilot ohnmächtig geworden ist. Das wäre gut möglich gewesen. Er hätte gut möglich sein können. So. Ist richtiges Deutsch, mehr oder weniger. Aber scheiße, das ist ein Spiel hier. Von daher kümmere ich mich jetzt etwas weniger um meine Grammatik hier. Um Sachen zu tun. So, 30 mm sind nachgeladen. Verflixt hier. Ärgerlich. Ich habe einfach zu langsam geschaltet oder schlecht gezielt, wie auch immer. Der ist auch schon weg. Will aber auch nicht so weit in, bei den anderen reinfliegen hier. Warte mal, Boxy Boxy los hier. B17 ziemlich tief. Ich hab 9. Einfach. Puh, rammt er den weg. Gut. F6, F4. Auf Spitfire, lass mal gehen. Sich einfach mitzuhalten, wie man sieht. Also ich muss schon doch einiges an Gas geben. So, wird der jetzt nochmal verrecken hier, oder was? So, jetzt muss ich auch zusehen, dass ich hier wegkomme. Denn jetzt bin ich genau im Feindesgebiet und da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich werde jetzt natürlich von allen verfolgt und habe einfach einen tollen Fehler hingelegt hier. Wirklich einen fatalen Fehler, einen tödlichen Fehler. Ich werde jetzt von jedem beschossen hier.
Komm, einen müssen wir noch. Aber ich habe noch einen Gutschein, wie so oft. Wie komme ich jetzt aus dieser Misere raus hier? Ich muss irgendwie zusehen, dass ich hier rausfliege. Oh, da sind noch zwei Flugplätze. Aber ich büße Wendigkeit ein. Ich merke schon, ich büße Wendigkeit ein. Da kann ich mit der noch ein bisschen rüber schießen. Ne. Aber es hätte klappen können. Es hätte klappen können. Naja, zwei Kills immerhin, besser als nichts. Das ist so, wenn man ja, einen Tunnelblick bekommt. Und einfach nicht mehr auf die Minimap guckt. Und nicht mehr darauf achtet, wo man eigentlich hinfliegt. Wenn man sich denkt, oh, da ist ja einer, den muss man verfolgen. Man muss also auch lernen, von seinem Ziel abzulassen. Auch wenn es noch so verlockend ist. Damit man nicht in solche Situationen gerät, wie ich eben gerade. Wo ist der? Ah, einmal. So, da haben wir den Wellington. Boxy wieder. Boxy, was ist denn da? Ich finde den irgendwie kultig, ich weiß ja auch nicht, wieso. A26 würde ich sogar verfolgen. Ja, bei der Runde davor hatte ich 10 Kills und leider haben wir verloren. Ich hatte noch so einen Wetteinsatz laufen. Schade eigentlich, das hätte ordentlich was werden können. War auch noch der letzte, also die letzte Stufe, die mir gefehlt hatte. Ist auch echt ein schwieriger Winkel dann. Aber jetzt sind noch die ganzen anderen Kollegen hinterher, Abschusshilfe, das war mir klar. So lange wäre er nicht am Leben geblieben mit so vielen Leuten hinter sich. Das sind ja, ja vier Leute gewesen und der eine noch dazu. Aber gut, vier, die halt die ganze Zeit draufgeballert haben. Nocturne. Ein ziemlich häufiger Name, ist mir auch schon mal aufgefallen. So, was können wir jetzt noch machen? L1K. So. Boxy ist schon wieder da. Wie hat's denn Boxy überhaupt? Okay, Boxy. Wo will er hin mit seiner Moskiten? Jetzt fährt er, fliegt er erstmal nirgendwo mehr hin hier. Öltank weg, kritischer Treffer. Immer noch Spitfire, P47. Ja, wie gesagt, warte ich drauf, dass meine 30 mm wieder nachgeladen sind. Hier oben über mir noch einer. Okay, aber das sind Stoffflugzeuge, die werden wohl auch sich weiterhin da oben aufhalten. So, Raul. Oh, Lag, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Ja, so, also da werde ich auf jeden Fall nicht hinfliegen. Da war ich ja eben gerade schon und das hat mir nichts gebracht. Sind alle zu weit unten, alle sind zu weit runtergestürzt oder runtergestürzt, um hier die Jungs unten wegzuballern. Zumindest keiner mehr in der Luft, zum Beispiel die Air und was soll's, N1K runterzuholen, runterzuballern da. Oh, ist ein Jack. Hello mit einer Jack. Das ist super, kommt auch vor. Das war schon knapp. Das war schon wirklich knapp. Die andere Focke werde ich wohl gerade nicht erreichen, aber ich glaube, wir werden es probieren. Okay. Meine Flugtauglichkeit ist nicht mehr gegeben. Aber ich hoffe, dass ich irgendwie noch die paar Sekunden überlebe. Oh mein Gott, wir sind doch fast fertig. Ach, scheiße, echt jetzt. Ah. So, also Abschusshilfe. Haben die beiden bekommen. Wenn den anderen nicht noch aufgeballert wie ein Geisteskranker, dann hätte der eine seinen Kill
bekommen. Aber so ist es nur eine Abschlusshilfe. Oder er war fast die ganze Runde durchgehalten. Obwohl nicht ganz, stimmt ja gar nicht. Ich habe einen Gutschein verwendet, ist egal. Wie sieht's denn aus? 5-2, naja. Gut, aber so eine klassische Abrammerkarte hier. Und sieht, er hat ja schon 6 verloren. 6, 3, 4. Boah, wie sieht's bei uns aus? Bei uns sieht's ein bisschen besser aus. Und wir werden wohl auch mit ziemlicher Sicherheit gewinnen. Ich müsste jetzt nicht zwingend noch eine Runde fliegen. Im Prinzip würde es ähnlich aussehen. Es ist ja schon ein etwas höherer Stufenbereich hier. Von daher muss man natürlich auch... Also Fehler kann man sich nicht erlauben, wie den ersten gleich am Anfang, den ich mir da erlaubt habe. Ich könnte mich trotzdem schon noch gerne machen. Süß, 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 süß. Ganz süß, echt. Finde ich immer voll knuffig, wenn die das. Oh, da hinter mir ist einer, ich muss irgendwelche Manöver machen. einfach zu knuffig. Ja, das war's gewesen. Welchen Platz habe ich erreicht? Oder vierter, fünfter, irgendwie sowas. Tatsächlich den vierten. Gut, es gibt schlimmere Stats. Zum Beispiel nur 2 Abschüsse mit 5 Kills. mit 5 Toten. Das hier lief noch relativ gut. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.